Polynomfunktionen sind eigentlich nichts anderes als mehrere zusammengesetzte Potenzfunktionen. Das heißt, du solltest dir unbedingt vorher die Videos zu den Potenzfunktionen ansehen, damit du ganz genau nachvollziehen kannst, was jetzt bei den Polynomfunktionen passiert. Wie immer kannst du diese Datei auch unter dem Link, den ich angegeben habe, downloaden und selber damit experimentieren. Du kannst dir hier mehrere Polynomfunktionen ansehen und sie jeweils mit den Kontrollkästchen aktivieren. Also zum Beispiel hier eine Polynomfunktion vom Grad 1, die die Formel ax plus b hat, was eigentlich nichts anderes ist wie kx plus d, also eine ganz normale Gerade. Und wenn man hier mit den Schiebereglern ein bisschen spielt, sieht man auch, dass sich hier die Steigung verändert und dass sich hier der Schnittpunkt mit der y-Achse verändert. Also hier der Leitkoeffizient und hier das konstante Glied. Gut, ansonsten gibt es über lineare Funktionen nicht allzu viel zu sagen. Ich möchte bei jeder Funktion noch ein bisschen was über mögliche Nullstellen reden. Wenn du dir genau diese Gerade ansiehst, dann merkst du, die muss irgendwann einmal die x-Achse schneiden. Das heißt, es gibt bei linearen Funktionen im Normalfall genau eine Nullstelle, mit einer einzigen Ausnahme, wenn die Steigung 0 ist und das d nicht 0, verläuft die Gerade konstant unterhalb oder oberhalb der x-Achse und schneidet die x-Achse nie, dann gibt es auch keine Nullstelle. Gut, okay, das war jetzt mal eine Funktion von Grad 1. Jetzt schauen wir eine Funktion von Grad 2 an. Hier weißt du schon, dass das Ganze eine Parabel ergibt, die, je nachdem wie der Leitkoeffizient ist, entweder aussieht wie ein U oder wie ein Berg. Wenn der Leitkoeffizient positiv ist, geht die Kurve rechts nach plus unendlich. Wenn der Leitkoeffizient negativ ist, geht die Kurve rechts nach minus unendlich. Es ist nur wichtig, wo die Kurve auf der rechten Seite verschwindet. Wenn die ins Positive verschwindet, muss der Leitkoeffizient selber positiv sein. Wenn sie ins Negative verschwindet, so wie hier, muss der Leitkoeffizient negativ sein. Ein Blick noch auf die Nullstellen. Du siehst, je nachdem, wie das konstante Glied aussieht, bekomme ich keine Nullstelle, eine Nullstelle oder zwei Nullstellen. Hängt natürlich jetzt auch ein bisschen vom Leitkoeffizient ab. Wenn ich das hier umdrehe, dann muss ich natürlich das konstante Glied dementsprechend anpassen. Aber es ist im Prinzip hier alles von 0 bis 2 Nullstellen möglich. Gut, Polynomfunktion vom Grad 3 erkennt man relativ leicht daran, dass du drei Richtungen hast. Rauf, runter. Rauf, wenn der Leitkoeffizient positiv ist. Oder umgekehrt, so, hier haben wir es, runter, rauf, runter. Also drei Richtungen, 1, 2, 3. Je nachdem, wie die anderen Parameter sind, kann es natürlich passieren, dass die Kurve zum Beispiel so aussieht, also dass sie ein bisschen mehr gestreckt ist. Aber du erkennst trotzdem noch die drei Richtungen, 1, 2, 3. Deswegen hier Grad 3. Bei den Nullstellen gibt es hier natürlich mehrere Möglichkeiten. Du siehst, hier haben wir nur eine Nullstelle. Wenn ich diesen Parameter ein bisschen verschiebe, kann ich es so einrichten, dass ich eine Nullstelle habe. Oder hier gerade mal zwei Nullstellen. Wenn die Kurve hier gerade noch berührt, hier habe ich drei Nullstellen. Wenn ich weiter runterschiebe, habe ich wieder nur zwei und wieder nur eine Nullstelle. Aber eine Nullstelle habe ich auf jeden Fall, weil die Kurve ja von plus unendlich kommt und nach minus unendlich geht oder umgekehrt. Und damit muss sie auf jeden Fall einmal die x-Achse schneiden. Die hat da gar keine andere Wahl. Gut, Polynomfunktion vom Grad 4. Hier kann ich wieder alles mögliche an Formen erreichen. Am besten du experimentierst selber ein bisschen mit der Datei, aber im Wesentlichen siehst du, du hast bei einer Polynomfunktion von Grad 4 wieder vier Richtungen. 1, 2, 3, 4. Und von den Nullstellen her ist alles möglich von gar keiner Nullstelle,
eine Nullstelle, zwei Nullstellen, hier gerade mal drei, hier vier Nullstellen, vier Schnittpunkte, 1, 2, 3, 4. Naja, und dann geht es hier über drei Nullstellen, 1, 2, 3, bis zwei Nullstellen. Je nachdem, wie du hier das konstante Glied einstellst und je nachdem, ob die Kurve nach oben verschwindet, weil der Leitkoeffizient positiv ist, oder ob sie nach unten verschwindet, weil er negativ ist. Ah, hier ist er. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch eine Polynomfunktion von Grad 5. In den Prüfungsaufgaben kommen die kaum mehr vor. Eigentlich geht es in den Prüfungsaufgaben hauptsächlich bis Grad 4, zumindest was das BIFI uns bisher alles so präsentiert hat. Aber du siehst auch vom Grad 5 oder bei Grad 5 ist nichts wesentlich anders. Du hast 5 Richtungen. 1, 2, 3, 4, 5. Und bei den Nullstellen muss wieder mindestens eine Nullstelle dabei sein, weil ja die Kurve von plus unendlich bis minus unendlich geht oder umgekehrt. Und ansonsten ist alles von einer Nullstelle über 2, 3, 4 bis hier gerade mal 1, 2, 3, 4, 5 Nullstellen möglich. Mehr als 5 Nullstellen kann eine Polynomfunktion von Grad 5 ohnehin nicht haben. Was du unbedingt erkennen solltest, wenn du die Kurve siehst, welcher Grad hat die Kurve? Punkt 2. Welches Vorzeichen hat der Leitkoeffizient? Also wenn sie nach minus unendlich verschwindet, ist der auf jeden Fall negativ. Und Punkt 3, wie groß ist der Wert des konstanten Gliedes? Den kannst du ja immer hier ablesen. Diese drei Dinge sind wichtig. Also nochmal, erstens Grad der Funktion, zweitens Vorzeichen des Leitkoeffizienten, drittens Wert des konstanten Gliedes. Was du dir jetzt auf jeden Fall selbst überlegen solltest, bei den Nullstellen habe ich dir ja schon einigermaßen geholfen. Du solltest dir überlegen, wie schaut es jetzt mit möglichen lokalen Extremwerten aus? Wie viele gibt es mindestens und wie viele kann es höchstens geben? Versuch das mal. Viel Spaß!